Oh YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen. Ich habe hier mal den Dorfbewohner aus diesem Haus rausgelockt. Und ja, der das durchgegangene Pferd, da können wir ihm vielleicht fragen. Hast du ein Pferd gesehen? Apfelschimmel. Mein Weib hat eins gesehen. Hat's nicht eingefangen, die dumme Kuh. Hätte ein echtes Festmahl gegeben. Oh oh. Wenn ich nur an die Würste denke. Schimmel, sagst du? Ja, ein Apfelschimmel. Isst du auch Pferdefleisch? Ich befrage deine Frau. Also gut, ich befrage deine Frau. Lebe wohl. Okay, können wir jetzt rein? Ah, jetzt können wir auch rein. Guten Tag. Und das durchgegangene Pferd. Hast du ein Pferd vorbeikommen sehen? Apfelschimmel? Oh ja, das habe ich. Ich kam mit meinem Reisig aus dem Wald und der Gaul hat mich beinahe umgerannt. Kurz vor dem Hof, bei der Kreuzung. Hast du gesehen, wohin er gerannt ist? Südwärts, auf der Straße nach Neuhof. Danke für deine Hilfe. Okay. Möge Gott mit dir sein. Das ist doch auf jeden Fall hilfreich. Aber man muss auch sagen, es steht zwar im Questbuch, rede mit Leuten in der Umgebung, aber wir waren zweimal in diesem Haus und die Leute sind halt einfach nicht rausgekommen. Ich habe mich gerade so ein bisschen auf diesen Vorsprung hier gestellt. Dabei habe ich mir auch den Fuß verknackst. Um sie anzulocken, nicht? Weil ich dann auf ihrem Grundstück war. Anders kommen die nicht raus. Das ist ein bisschen merkwürdig gewesen. So südlich auf der Straße nach Neuhof. Das ist ja die hier. Ja. Hat schon etwas merkwürdig gelöst, diese Quest. Ich meine, in der Quest steht, frage dann die Leute in der Umgebung, aber die Quest selber visuell, auditiv, beim Reden, sagt mir das halt nicht. Und ich glaube, ich muss erst mit den Leuten reden, um dann das Pferd zu finden. Oh, hier hin oder der andere? Oh no. Da gehe ich jetzt nicht hin. Danach haben die das Pferd, ne? Schwierige Entscheidung, was wir machen. Weiß auch nicht, wann hat er denn das letzte Mal gespeichert? 18.25 Uhr. 18.25 Uhr am 18.8. Das ist vor 25 Minuten gewesen. Ich drücke einfach mal speichern. So, hat uns zwar einen Retterschnaps gekostet, aber bevor jetzt im Wald irgendwas passiert und wir nochmal alles abreiten müssen, nochmal gegen die Banditen kämpfen müssen, versuche ich es doch lieber mal so. Steigen wir ab. Wanderer. Glück und Gesundheit. Das durchgegangene Pferd. Hast du ein Pferd gesehen? Einen Apfelschimmel? Habe ich tatsächlich. Jedenfalls ein reiterloses Tier, das hier durchgaloppierte. Es war aber zu schnell, um die Farbe zu erkennen. Wo hast du es gesehen? Nicht weit von hier ist ein Bach. Ich holte gerade Wasser, als mich das Pferd beinahe zu Tode erschreckte. Wohin ist es gelaufen? Naja, es ist bei der Brücke herumgetollt. Dann galoppierte es flussaufwärts in den Wald. Vielen Dank. Gern geschehen. Viel Glück bei deiner Suche. Möge Gott über dich wachen. Okay. Das war das Ding. Warum ich dachte, das Pferd ist an einem Bach. Es war an einem Bach, nur an einem anderen. So, und wir sollen jetzt flussaufwärts suchen. Jetzt haben wir auch einen Suchbereich. Okay. Ja. Aber gut, dass wir gespeichert haben, nicht? Wenn wir sterben, können wir den nochmal befragen. Dann müssen wir auch nicht alles wiederholen. So, das Lager.
Und hier soll er sein. Kohlenmeier. Komm. Jawohl. Du schaffst das. Ich glaube an dich, Pebbles. Kommt man nicht gut zum Wasser runter. Vielleicht steige ich lieber ab. Frage ist, steht das noch am Wasser? Oder hat es sich inzwischen hochbegeben? Das ist doch. Verschwinde, ich. Das reicht. Ich hab dich gewarnt. Topsy-Diri. Scheißkerl. Vor allem ein Axthieb und der. Gibt er nicht auf? Vor allem, was hat der für eine Rüstung? Okay. Es ist alles stehlen. Ja, aber warum? Ich will ja nichts stehlen. Warum war der Köhler gegen uns? Ich hoffe, das ist der richtige Apfelschimmel. Ah, der hatte ganz schön was drauf, der Typ. Also, er hat sehr lange gegen unsere Axt Bestand gehabt. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass man mit dem reden konnte. Ich glaube, das Spiel hat nicht vorgesehen, dass man vom Wasser aus zum Pferd kommt, nicht? Und dann wurde der falsch getriggert oder gar nicht getriggert oder zu spät. Aber hey, immerhin so hat man immer andere Spieldurchgänge. Ich meine, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass man irgendwie mit dem reden konnte, wüsste ich es auch nicht. Und was mir auch auffällt, ein bisschen wie bei Starfield, nicht? Gar keine Fußabdrücke. Nur, dass Starfield das 2024 noch nicht konnte. Das Spiel hier ist ein bisschen älter. Reiten, neue Stufe, sehr gut. So, wo ist denn jetzt U-Schütze? Da hinten, nicht? Ah, hier vorne ist der Stall, glaube ich. Ich drücke springen im richtigen Moment und das läuft halt einfach weiter. Das ist noch schlimmer als Pebbles. Springen. Gewinn das Turnier. Ich dachte schon, irgendwas ist schiefgelaufen, weil ich genau über den Dings gesprungen bin, nicht? Stallmeister. Okay, wir sollen zum Stallmeister. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Leider ja. Ich habe deinen Karpfen gefunden. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Krapfen. Bei Gott, welch ein Glück.
Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Oh oh. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hm. Hier ist deine Belohnung. Danke. Aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Schabracke haben wir erhalten. Und 80 Goldmünzen. Und das Spiel wurde gespeichert. Sehr gut. Können wir ihm was verkaufen? Räucherwurst, Schatzkarten. Den Rest hatten wir alles im Pferd drin, nicht wahr? So, wie komme ich von hier? In das Pferdeinventar. Das ging irgendwie. Den Warenkorb, Warenkorb prüfen. Hm, aber ich sehe nichts. A und D kann ich halt nur hier oben schalten und Tab da oben. Weil sonst muss ich ja immer hier rein. Und alles erstmal aufnehmen. Um dann wieder mit jemandem zu reden. Um ihn dann was verkaufen zu können, eventuell. 91. Das ist gar nicht schlecht. Der hat sogar 400. Den Kumambon. Ich meine, wir kriegen eh genug, nicht? Wir können ihm das hier alles verballern. Die paar Cent, die wir da dann über haben. Bürgerliche Schlappen können weg. Die Bunthaube kann weg. Die Tunika hätte maximal 1, kann weg. Die Bunthaube gegen unsere ist schlechter, kann weg. Die Kettenhaube ist schlechter, kann weg. Die Armschienen gegen unsere ist schlechter, kann weg. Die Beinlinge sind, glaube ich, genau gleich. Ja, sind sogar schlechter, können weg. Der kumanische Helm ist schlechter, der Kaftan ist eh zu schwer. Die Lederhandschuhe sind schlechter. 550 schon, okay, so viel kann er gar nicht. Was ist denn jetzt das teuerste? Und das leichteste. Dann nehmen wir mal die Bunthaube raus. Die wiegen 2. Die Lederhandschuhe wiegen nicht so viel. Das hat noch einen hohen Wert. Die Kettenhaube, die ist schwer. Die Bunthaube reicht nicht. Wir müssen 70 runterkriegen noch. Eigentlich nur das Schwert. Okay, dann nehmen wir die Kettenhaube raus. Und dann verkaufen wir die anderen Sachen dafür. Ah, die Lederhandschuhe gehen auch nicht. Die Helme, selbst die einer höchsten, nicht? Würde gerade gehen und dann können wir auf 400 handeln. Machen wir. Was am Preis machen? Warum nicht? 400. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Sehr schön. Mehr hat er auch gar nicht. So, wir haben eine Schabracke erhalten und die können wir jetzt in die Satteltasche packen. Und dann können wir dem Pferd das hier anziehen. Nicht? Das muss man auch erst verstehen, dass das Pferd ein eigenes Anziehding hat. Und dann hat Pebbles, wenn wir es jetzt rufen, eine rote Schabracke, so heißt das. Oh, mit dir habe ich noch was zu reden, oder? Was benötigst du? Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. Danke. Gern geschehen. Pass nächstes Mal besser auf. Werde ich. Okay. Alles Gute. Nicht irgendwas als Vorteil, nicht wahr? Okay, was haben wir denn jetzt? Der ehrbare Dieb. Müller Peschek, Tanz mit dem Teufel, Liebeswerben, Aktivitäten, die Plünderer. Um die könnten wir uns kümmern. Nach Thalmberg zurück vielleicht.
Die wären da unten. Ach, Ratai, nicht Heimberg. Hier sind auch viele Questgeber. Hier oben ist alles relativ entspannt, nicht wahr? Hier wäre noch eine Quest. Hier ist gar nichts. Hier können wir nur das Bogenschießen-Turnier. Hier ist ein Aktivitätengeber. Wer ist denn da? Okay, wenn wir da in der Nähe sind, dann würde ich da einmal hinreiten. Das muss ja da vorne am Waldesrand sein. Oder an dem da. Ich glaube eher an dem, oder? Vor oder nach dem Hügel? Nach dem Hügel. Ja. Das war die Hütte mit dem Unfallopfer. Wow, er hat mal richtig gesprungen. Vielleicht scheut das Pferd auch manchmal. Ups. So. Links von uns. Ja. Hier. Ein Lager. Na gut. Haben wir Hunger? 82% satt. Ey du, warte. Ein Fischer. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Weißt du was über Faustkämpfer in der Gegend? Weißt du etwas über Faustkämpfer in der Gegend? Warum fragst du? Mir ist nach einer zünftigen Schlägerei und ich suche Gleichgesinnte. Dann hast du Glück, denn ich veranstalte solche Kämpfe. Willst du gleich ins kalte Wasser springen? Oder hast du Fragen? Wie lauten die Regeln? Und die Regeln? Oha. Es ist ganz einfach, keine Bange. Die erste Regel lautet, keine Waffen. Wenn du die brichst, bist du erledigt. Die zweite Regel lautet, abhauen gilt nicht. Wer die Fliege macht, verliert. Wie läuft das ab? Wie läuft das ab? Ganz einfach. Du forderst die anderen raus und ihr wettet gegeneinander. Wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz und denselben Betrag von dem Kerl, den du verbläut hast. Oh, das hört sich gut an. Freu dich nicht zu früh. Wenn du einen der Jungs verdroschen hast, wird er nicht scharf drauf sein, es nochmal mit dir aufzunehmen. Okay. Lass uns kämpfen. Kämpfen wir. Zeig mir erst, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Mit Grünschnäbeln gebe ich mich nicht ab. Okay. Ich will kämpfen. Tja, wenn dein Können deinem Eifer gleicht, wird das interessant. Aber bevor wir uns kloppen, musst du zuerst die anderen besiegen. Wer sind sie? Und wo finde ich sie? Wo finde ich die Jungs genau? Jungs aus Uschätze. Stampf, Matsch und Qua. Josef. Okay. Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Was kostet das? 60. Komm, wir haben so viel. Ist das viel? Wir gehen auf... Ist das genug? Das ist zu wenig. Mal gucken, wie sauer er ist. Ah, oh, schon ein bisschen angesäuert. 55. Einverstanden. Hör gut zu. Mach's gut. Verbessert. Faustkampf. Sehr gut. Das macht sich, glaube ich, gut, bevor wir die anderen verprügeln. Wir haben auch noch ein paar Punkte. Wir haben einen Reiten. Wetterfühlig. Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger bei Unwettern. Dafür. Bei Unwettern jeweils, aber dafür mehr. Okay. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Das finde ich gut. Das hat nichts Negatives, nicht? Das nehme ich.
Jagen, da können wir immer noch die Trophäen machen. Trinkfestigkeit brauchen wir auch noch ein Level mehr. Stärke. Oh, Level 8, da können wir Packesel 2 nehmen. 20 Pfund mehr tragen, das nehme ich auf jeden Fall. Schädelbrecher. Besteht eine 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Sehr gut. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden, verbrauchen aber mehr Ausdauer. Nee, ist schlecht. Du kannst Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du beim Sputten anrempelst. Auch blöd. Gegner zur Umklammerung zu überwältigen. Nee, Huppepack Wollwerk. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier Schädelbrecher. Oh. Haben wir die Stärke schon mal ausgegeben. Agilität. Fliegengewicht. Achso, wegen den Falldingern. Vitalität. Da wollten wir auch noch warten, nicht? Robuster Magen, ja. Und Redekunst von niedriger Geburt. Und dann müssen wir auch bis Level 8 warten. Und wir waschen uns aber mal. Wir sehen ja anscheinend schrecklich aus, wenn jeder mit uns sagt, dass wir unsere Kleider beraubt wurden. Ja. Okay, dann hauen wir einfach mal den guten Matsch um. Interessanter Ort entdeckt. Also ist hier was versteckt. Hoffentlich keine Banditen. Wahrscheinlich in irgendeinem Stein. Oder oben auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Nein. Aua. Nicht auf meine kaputten Füße. Nein. Hier auf der Seite. Auch nicht. Ja, auch nicht. Das ist einfach nur ein interessanter Ort, weil so. Okay. Ist jetzt nicht wirklich interessant. Was haben wir da? Löwenzahn. Achso, ich dachte die Blume da. Ich fand den Ort nicht interessant. Das Spiel lügt. Von den Leuten fern, wenn du nicht... Brauchst du irgendwas? Wer bist du denn? Dorfbewohner. Sorry. Er war mir auf dem Weg im Weg. Den haben wir da. Dorfbewohnerin, wo ist denn der gute Stampf? Wahrscheinlich in der Taverne um die Uhrzeit. Weiß halt nicht, ob wir nicht vorher schlafen sollten. Weil wir verletzt sind. Da wäre Josef. Ich gehe lieber einmal in die Haier. Ich weiß ja, wo ich den Bogen verkauft habe, nicht? Ich wollte eigentlich gar nicht den Bogen verkaufen. Und habe das aus Versehen, aber weil ich mich verdrückt habe oder das Spiel reagiert hat, habe ich es verkauft, nicht? So, 2 Stündchen, dann wird gespeichert.
Und da sind wir. Im Dunkeln. Boah. Manchmal hat das Spiel echt so krasse Ruckler. Okay. Matsch. Wie läuft's? Der Fischer sagt, er hätte Lust auf eine Prügelei. Bist du einer der Faustkämpfer? Dem Fischer zufolge bist du einem freundschaftlichen Schlagabtausch nicht abgeneigt. Ich bin froh, dass du auftauchst. Ich langweil mich zu Tode. Josef redet nicht viel und der Fischer ist, nun, blatt wie ein Aal. Hier ist das Geld. Bis später. Faustkampf, noch ein Level aufgestiegen, sehr gut. Aua. Er traut sich aber auch nicht wirklich ran. Noch ein Kampfstufe. Kurva fix. Der Faustkampf läuft deutlich besser. Aber der hält ordentlich was aus. Wir lassen ihn mal kommen. Musst du jetzt weinen? Okay, Ausdauer sammeln. Jawohl. Agilität. Fotze. Ey, was? Was sind das für Worte? Jawohl. Du hast gewonnen. Na, haben wir den ersten. Ah, Mann. Ja. Oh, wo ist die Kampfarena? Oh, da oben. Oh, Mann. Ja. Jetzt müssen wir den nächsten besiegen. Ja. Hier ist der andere. Josef ist noch einer. Und Stampf, glaube ich. Die hängen ja wahrscheinlich alle bei der Taverne rum, obwohl es jetzt schon vielleicht zu spät ist. Ist auch blöd, da im Dunkeln zu kämpfen. Ja, sind schon alle weg. Bist du Josef? Der Wächter. Nur Banditen schleichen ohne Licht im Dunkeln herum. Ja, wo ist ja. Deine Fackel? Hier ist sie doch. Stampf! Was benötigst du? Der Fischer sagt, der Fischer schlagen! Meint, du hättest Lust auf eine Prügelei. Ist das so? Tja, wir hatten hier schon länger kein neues Gesicht.
Falls du auf eine leichtere Keilerei aus bist, gehst du besser zu Mudge oder Josef. Ich will ja nicht prahlen, aber ich hab's echt drauf. Für Wetten bist du doch zu haben, oder? Hier ist das Geld. Alles Gute. Okay. Faustkampf noch eine Stufe aufgestiegen. Wow. Und Kampf eine Stufe aufgestiegen. Das lohnt sich ja richtig. Also er ist besser, ja. Also entweder haben wir gerade richtig gut trainiert und gelevelt. Oder er war einfach mal eine Lusche. Das ging ja easy. Easy the peasy. Dann brauchen wir nur noch den guten Josef. Ich denke auch, Josef wird der Schwierigste sein. Nicht? Also, wenn die schon Matsch und Stampf heißen. An dem machen wir dann am nächsten Tag. Ich würde einmal speichern, nicht? Dann haben wir das auf jeden Fall gesichert. Hey du, es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht herumzurennen. Ich habe hier doch ein Licht. Wer? Dieb, Dieb. Dieb, Dieb. Dieb. Ja, ich versuche ja. Ich hole meine Waffe nicht raus, das ist ein Problem. Warum holt er seine Waffe nicht raus? Weil die nicht angelegt ist. Ah. Das ist das Nervige, wenn sowas passiert. Er ist echt gut zu Fuß. Und dann komme ich nicht mehr ran. Da ist er. Jetzt hat er keine Chance. Wir treiben. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Shit. Was ist denn da los? So ein nebeliges Ritualfeuer. Okay, und die Musik hatte sich so verändert. Ja. Hat der Bandit Glück gehabt? Oder bist du Bandit? Du zufällig Bandit? Komm her, du Weichei! Ja. Da war sein Fehler, die Fackel angemacht zu haben.
Oh, der kann echt gut austeilen. Verdammte Scheiße! Lieber Gott! Zank! Weg! Mein Gott! Alle stehen. Nö. Wir stehen nix. Ja. Unsere blutige Axt ist nur langsam ein Problem. Wegstecken. Ja. Ich glaube, wir sind doch schon wieder nackig, nicht? Weil wir ohne Rüstung kämpfen mussten. Dann können wir jetzt endlich mal schlafen gehen. Hier ist ja immer was los in dem Dorf. Mit blutiger Kleidung gehen wir ins Bett. Mann. Das sieht aber nicht sehr gesund aus. Wahrscheinlich hätten wir jetzt sogar noch weiter schlafen können, nicht? Die sind alle noch gar nicht im Dorf dann. Aber wir können wieder was aus dem Topf essen. Die Sattheit ist gesunken. Aber wir können noch mal warten. Auch lustig, er ist direkt aufgestanden und die Energie ist von 100 auf 98 runter. Jetzt läuten die Kirchenglocken, dann wachen die Leute, glaube ich, auch auf. Hauptsache, wir sind wieder geheilt. Oh, regnet's? Oh, es regnet. Erstmal waschen. So, wo ist der gute Josef? Wir wissen noch nicht, wo der wohnt, oder? Können wir... Ruheloser Geist, Plünderer... Verpassen wir eine, besiege... Das ist das andere Ding. Okay. Da unten ist er. Ich dachte schon fast wieder, ich habe mir die Beine verstaucht. Fackel kann, glaube ich, weg. Und das Beil auch, oder? Josef, bist du's? Nein. Josef, schön, da bist dich du zu noch. Sehen. Der Fischer meint, du prügelst dich gern. Ist das wahr? Ja, wenn du auch Bock hast. Mach's gut. So, den letzten. Hey! Vitalität! Mann, also wir leveln hier richtig gut. Wunderbar, dann können wir jetzt zum Fischer gehen. Oh, hatten wir nicht Hunger?
Dann können wir hier doch was essen. Hallo, Herr Fischer. Okay, der ist gerade fischen. Kann das sein? Da ist er. Ja, morgens beißen sie halt am besten. Aber morgens prügelt sich auch am besten. Komm her. Gott schütze dich. Kämpfen wir. Na schön. Hast dich gut geschlagen. Versüßen wir die Sache mit ein paar Groschen, ja? Mach's gut. So. Okay, der ist ein bisschen... Hauskampf nochmal gestiegen. Hauptstufe gestiegen. Oh je, hat das... Ja. 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 Jawohl. Mann. Jetzt hat er dann... Aua. Na komm her. Der ist auf jeden Fall zäh, was Lebensenergie angeht, aber gar nicht so stark. Aua. Das tat weh. Er trifft uns immer. Das ist das Einzige, was er kann. Sammle deine Kräfte. Stärke? Oh ja, auch sehr gut. Nimm das! Oh, wir haben eine Verletzung. Nicht gut. Musst du jetzt weinen? Kova! Oh Mann. Scheiße. Daneben. Verdammt. Ah, ich hab doch Q gedrückt. Da konnte ich ein paar Treffer landen. Au. Ich lass ihn mal kommen. Jetzt haben wir mal gehabt ein bisschen. Der ist schon ein zäher Bursche. Gott verdammt! Gibst du auf? Gib du doch auf! Ja!
Nein, nein, nein. Gut getroffen. Verdammt. Ah, da hat er mir ein paar eingeschenkt. Jawohl, Kampf noch eine Stufe. Klingt wie ein Wiesel, habe ich erhalten. Du hast gewonnen. Plündern. Was hat er denn so bei sich? Das wäre alles stehlen, nicht? 76 Groschen hat er. Naja, der Arme. Uiuiui, das war ein Kampf. Jetzt sind wir aber gut verletzt. Darauf erstmal ein Bier. Okay, flink wie ein Wiesel. Agilität. Oh nee, das ist das Buch, was ich mir gekauft habe. Oh no. Also, aber erstmal wieder gucken, was wir jetzt alles bekommen haben. Trinkfestigkeit. Kampf. Hier. Aderlasser. Blutende Wunde zufügen. Nicht schlecht. Je mehr dein Schwert beschäftigt ist, Gegner mit Treffern zu vergiften. Oh, auch nicht schlecht. Alles sehr gut. Faustkampf ist auf Level 7. Axt auf 3. Schwert auf 2. Blutende Wunde. Klingt eigentlich nicht schlecht. Vergiften, Obwohl ich nicht immer auch die Leute vergiften will. Vitalität, was können wir denn hier machen? Robuster Magen, okay. Agilität, da haben wir einen Punkt bekommen. Da gibt es immer noch nur Fliegengewicht. Die anderen erst ab Level 8. Redekunst. Hauptstufe können wir aber was machen. Oh ja, da haben wir viel bekommen. Gut, Schöning hat wahrscheinlich dann wieder andere Sachen. Stärke ist verringert. Nee, finde ich doof. Charisma hat verringert. Doof. Nachts finde ich auch doof. Göhne Zunge. Du hast stets Diplomatie. 2 Punkte auf Redekunst, Malus auf Stärke. Pff. Gelehrter. Deine Stärke und Fertigkeit kann werden um 1 Punkt verringert. Pff. Nee. Du warst schon immer gelenkig. Kindheit 4 herumgetollt. Bonus 2 Punkte auf Agilität. Naturbursche. Speer erhöht die Sichtweite der Schnellreise. Nutzen wir eh nicht. Ärmlichen Verhältnissen. Ja, das sind alles. Die Sachen haben alle auch Nachteile. Und das finde ich immer blöd, weil ich mich nicht entscheiden kann. Das ist, glaube ich, eher so mein Problem. Aber ich mag halt so Allrounder, nicht? Nicht so ein spezialisierter Kämpfer oder ein spezialisierter Redekünstler, weil das Spiel auch irgendwie halt alles braucht. Und das ist so ein bisschen die Problematik an der Sache. Also man kann ja, wenn man Redenkünstler ist und dann kommen Banditen, da kann ich ja nicht mit denen reden. Das ist halt ein Problem. Okay. Gut. Aber wir könnten nur mit ihm reden. Also ich glaube, da hätten wir schneller gewürfelt, aber wir haben die Quest erfüllt und wir haben richtig viele Kampf und Stärke und Keeper Pro Punkte geholt. Wer bist du? Wanderer. Okay. Und ich würde sagen, wir kurieren uns aus und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.